Hallo Leute, die Frauenquote wurde in Berlin gekippt. Allerdings möchte die Frau Reding weiterhin eine Frauenquote durchsetzen, bei der mindestens 40% aller Aufsichtsratpositionen von Frauen besetzt sein sollen. Das ist natürlich extrem sexistisch. Nicht nur in der Hinsicht, dass es Männer benachteiligen könnte. Ich meine, wenn sich jetzt beispielsweise viel zu wenig Frauen bewerben und viel mehr Männer, und dann ist klar, dass die Frauen da bevorteilt werden müssen. Das ist ganz klar. Männer und Frauen haben nun mal andere Interessen. Das sagt nichts darüber aus. Das hat nichts mit Sexismus oder ähnlichem zu tun. Es gibt objektive Unterschiede. Ich denke, das kann keiner leugnen. Dabei geht es nicht nur um Frauenquoten, sondern grundsätzlich, egal was für Quoten, das heißt auch wenn Behinderte oder Männer oder was auch immer, es ist scheißegal. Solche Quoten sind immer diskriminierend. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Erstens, die objektive Benachteiligung derer, die nicht von dieser Quote bevorteilt werden. Und natürlich im Umkehrschluss verstärkt es den Eindruck, dass die Menschen, die dieser Gruppe angehören, nichts auf die Reihe kriegen, wenn sie nicht entsprechend bevorteilt werden. Das ist die nächstlogische Folge davon. Natürlich ist klar, dass das nicht jeder unterstützen würde oder dieser Gruppe angehört oder dass geschweige denn, dass das jeder nötig hätte. Aber das so viele Gedanken macht sich nicht jeder dazu. Und infolgedessen wird diese Diskriminierung in dieser Hinsicht durchaus verstärkt. Des Weiteren, wo wir gerade beim Thema Sexismus sind. 45% aller erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit in Deutschland. Natürlich. In der EU sind es beispielsweise insgesamt nur 32%. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass die natürlich sehr viel weniger Chancen auf eine Aufsichtsratposition haben von vornherein. Und nicht nur das. Auch bedeutet das natürlich, dass sie schlechter bezahlt werden. Und das hat nichts mit Sexismus zu tun. Es ist ihre Entscheidung, Teilzeit zu arbeiten. Das war's von meiner Seite dazu. Ciao.